So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge. Ramses Kitchen in der Special Edition heute mit Menas Moospullover, mit Sushi, traditionell, ohne Mist, ne? Das ist also die Bierschanga Edition mit Stäbchen. Die Bierschanga letztens nämlich beim Natururin so Sushi getestet und ich habe schon ewig keinen Sushi mehr gegessen. Sie hatte da irgendwelche Spicy Rolls, die fand ich mega interessant. Und jetzt habe ich im Rewe Center hier, gibt es ja auch so eine Sushi Bar, wo die täglich frisch das Sushi zubereiten, vor deinen Augen legen das dann dahin. Dann kannst du auch noch so Tütchen mitnehmen von dem ganzen Schnickschnack, von dem die Younger nichts hält. Hab gedacht, ich guck mal, was es da gibt. Habe jetzt auch zweimal Spicy Rolls gefunden, die ich mal probieren möchte. Wir haben zum einen dieses hier. Das sind Spicy Lachsrollen. Ich musste halt immer gucken, wann es passt, weil die sind an einem Tag zubereitet und sollen am selben Tag natürlich noch gegessen werden. Das sind die Spicy Lachsrollen. Sushi California Rolle mit Lachs Tatar, Avocado und Gurke scharf. Und das andere ist hier diese Spicy California Roll mit Surimi, Avocado und Gurke scharf. Die gab es auch noch mit Hähnchen Tatar. Aber Hähnchen Sushi? Keine Ahnung. Normal mag ich auch nicht die mit rohen Fisch, ich esse eigentlich immer nur vegetarische. Also hier das, obwohl Surimi, naja, ist ja wie so Krebsfleisch, das gibt es glaube ich auch als Stangen so zum Essen. Hier ist Ingwer, braucht man nicht. Hier ist Sojasauce, die nimmt Bianca zwar glaube ich, aber braucht man nicht. So, hier ist Wasabi, wisst ihr was, braucht man nicht, erstmal. Was wir aber brauchen ist diese kostenlosen Stäbchen, die es überall gibt, die man dann ja hier oben auseinanderbricht. Zack, weil ich nicht mit Stäbchen essen kann, werde ich es wahrscheinlich aufspießen, aber ich werde es auch so mal probieren. Das eine Ding muss ich jetzt hier irgendwie noch aufmachen, glaube ich. Nee, das, ach keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das hier mit Lachs, stellen wir mal so hin. Und das ist das, hier ist Soße drauf, also das sieht ja ganz vorzüglich aus. Guckt euch das mal an. Sieht man das, wenn man das so reinhält? Ich habe auch Mad Dog Soße dabei. Damit die wirklich spicy werden. Weil ich, wenn ich jetzt Sojasauce drauf mache, den Geschmack verfälsche, werde ich beides einfach mal so probieren, ohne irgendwas anderes dran. Ich kann ja mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege mit dem Stäbchen hier. So, ich nehme jetzt drüben so eine Fettrolle, extra außen, ja, extra außen. Die klebt aber zusammen, also das liegt jetzt nicht an mir. Das liegt jetzt dran, dass er so zusammenklebt. Ich sag's euch. Wenn ich es nämlich jetzt so nehme, reißt das alles komplett auseinander. Ich lasse es lieber. Ich nehme eine andere. Ich muss mal eine angucken, die nicht so festklebt. Jetzt haben wir hier die, haben wir hier am Rand lose gemacht. Die versuche ich jetzt irgendwie anzuheben. Guck mal, ich habe die jetzt hier angehoben. Das, so macht man das nicht, aber ich probiere die jetzt so. $6,99 mit Surimi-Fleisch. Dann irgendwie so diese leichte Cocktailsoße obendrauf. Erinnert ein bisschen an so Spezialsoße vom Dönermann. Ist aber absolut lecker, absolut herrlich. Jetzt will ich mal bei dem anderen hier drüben gucken, dass das nicht zusammenhängt. So. Wir haben uns eins abgemacht, müssen das ja jetzt auch versuchen, irgendwie hier zu greifen, zusammen zu wursteln und hochzunehmen. Guckt mal mit dem Stäbchen, was komplett falsch ist. Hauen wir uns das mal rein. Das ist mit Lachs und kostet $7,49. Weil da überall auch so rote Punkte drauf waren, bin ich jetzt natürlich von ausgegangen, dass das hier schärfer ist, weil das sah aus wie so Chili-Pulver oder irgendwas. Und das mit der Soße, dass das milder ist. Aber irgendwie fand ich das vom ersten Biss gerade ein bisschen würziger. Das zweite mit Lachs merke ich gerade irgendwie gar nichts. Wohl doch, jetzt kommt eine kleine
Jetzt fängt es an zu bitzeln. Da ist so eine kleine Schärfe noch hinten drin. Geschmacklich finde ich aber die mit Surimi gerade viel besser, gerade durch diese leckere Cocktailsoße, weil die 50 Cent günstiger sind. Die mit Lachs gehen auch. Ich esse, wie gesagt, sonst die nie mit, wenn da Fisch drin ist, meide ich die immer. Ich esse sie immer nur ganz vegetarisch, wenn ich mal was esse. Aber jetzt möchte ich mir bitte mal, sag mal, geht das nicht hier anders? Kannst du das nicht einfach auf dem, das klebt wieder zusammen. Du musst hier das erst wie mit einer Gabel durchtrennen und dann kannst du das Ding hier so rausnehmen. Und da machen wir jetzt mal einen Tropfen Mad Dog drauf. Ich hoffe, das hält so lange zusammen. Denn ich möchte die Spicy Roll noch spicier haben mit einem Tröpfchen Mad Dog. Also das kommt gut, das fährt schön in die Nase, das fährt schön in den Rachen. Es fährt einfach überall hin. Er passt aber geschmacklich gar nicht zu dem Sushi. Wir nehmen uns von hier drüben aber auch noch eine. Wir gehen mal hier in den Lachs. Hauen hier auf den Lachs jetzt ein Punkt Mad Dog drauf. Oh. Den Rest lasse ich mir dann schmecken, am besten ohne Mad Dog Soße. Vielleicht trotzdem mit Sojasauce irgendwas. Kann ja Pupsi mal probieren lassen, das Muttertier probieren lassen. Sieht doch eigentlich richtig cool aus, oder? Was sagt ihr? Seid ihr Sushi-Freunde, Sushi-Liebhaber? Schreibt es mal in die Kommentare. Also war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.